haben einen Jugendraum, wo wir uns regelmäßig treffen. Und unser Thema ist heute Willkommenskultur dadurch, weil wir auch viel in Kontakt mit jugendlichen Flüchtlingen kommen. Und wir denken einfach, es ist wichtig, dass wir auch zeigen, so, dass sie auch willkommen sind. Ja. Wir nehmen jeden auf. Wir nehmen Flüchtlinge auf oder nehmen auch andere auf. Egal. Wir wollen, dass sie sich fühlen, als wären sie willkommen. Wir kommen aus Dreis an der Lumda. Da gibt es ein Musical Chor und da haben wir eigentlich alle zwei Jahre so ein Projekt, ein Musical aufzuführen. Und unser letztes Musical war Die Schöne und das Biest. Und wir sind auch alle davon, stellen wir die mit die Hauptrollen dar. Ich bin der Kerzenleuchter, Lumière heißt der. Ja, ich bin die Belle, also die Schöne. Wir haben ein neues Spiel entdeckt, das nennt sich Chaka. Chaka geht es um die Verteidigung dieses Krokodilknochens oder Schädels. Ist eigentlich ein Anti-Aggressionsspiel, das sehr, sehr häufig jetzt genutzt wird und eine tolle Möglichkeit, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen auch. Also wir sind die CBM, die Christoffel-Blinden-Mission, und wir stellen hier unser etwas anderes Kirchencafé vor. Wir laden die Leute dazu ein, gerne mal mit dieser Brille, die simuliert den grauen Star im Endstadium, mal das auszuprobieren, wie das ist, wenn man eben nicht mehr so richtig sehen kann. Ganz vorne, da stellen wir die X-Days vor. Die X-Days, das ist ein Stadtgeländespiel, wo Konfirmanden und etwas ältere Jugendliche bis etwa 17 Jahre zusammen einen Kriminalfall lösen, ein Live-Geländespiel an einem Wochenende in Frankfurt machen, Zeugen befragen, Tatorte untersuchen, in der Zentrale sich rückmelden und dann entsprechend am Ende des Wochenendes diesen Kriminalfall lösen, und abends übernachten die in Gemeindehäusern, haben Abendlob und Morgenlob und sowas, also eingerahmt von christlichen Elementen, und tagsüber ist eben der Kriminalfall so das Hauptthema.